Freut mich sehr, dass ich heute im Gespräch Dr. Günther Ofner, den Vorstandsdirektor der Flughafen Wien AG, begrüßen darf. Lieber Günther, herzlichen Dank für deine Zeit. Die erste Frage: Wer kannst du uns einmal zusammenfassen, was seit dem Lockdown am Flughafen Wien so ganz grob passiert ist? Ja, seit Mitte März ist der Verkehr weitestgehend zum Erliegen gekommen, vor allem der Passagierverkehr. Wir waren so bei -99%. Der Frachtverkehr allerdings ist aufrecht geblieben, was auch sehr wichtig war, denn die Versorgung war überhaupt nur aufrechterhaltbar dadurch, dass auch die Luftfracht funktionsfähig geblieben ist. Und auch die Versorgung mit medizinischen Hilfsgütern ist natürlich weitgehend über die Luft erfolgt. In den letzten 2 Wochen sehen wir jetzt wieder ein ganz leichtes Ansteigen des Verkehrs auf ein Niveau zwischen 5 und 10%. Aber das ist natürlich immer noch ein sehr, sehr bescheidenes Niveau. Und es wird sicher noch länger dauern, bis sich der Flugverkehr insgesamt wieder erholt. Was in der Zwischenzeit noch passiert ist, ist, dass wir eine Reihe von gesundheitsfördernden Maßnahmen gesetzt haben. Das heißt, es gibt Maskenpflicht im Terminal, es gibt an allen Schaltern Plexiglasscheiben, es gibt Desinfektionsmittel, es gibt Abstandhaltemaßnahmen und auch Informationen dazu. Und es gibt natürlich viele andere Maßnahmen im Hintergrund, Desinfektion, laufende etc., die gesundes Fliegen möglich machen sollen. Und was wir noch erreicht haben, ist, dass wir am Flughafen selbst auch PCR-Tests durchführen, etwa 5.000 in den letzten Wochen. Das ermöglicht natürlich auch Menschen, die unbedingt reisen müssen, dass sie das sicher tun können und solchen, die nach Österreich kommen und ansonsten in Quarantäne gehen müssten, dass sie auch sicher sein können, dass sie den Virus nicht in sich tragen. Wenn du einen internationalen Vergleich anstellen würdest, Flughäfen auf dem Planeten Erde, gibt es da große Unterschiede? Ist es allen ähnlich gegangen? Es ist allen ähnlich gegangen, also es gibt keine wesentlichen Unterschiede, wobei wahrscheinlich Europa besonders heftig getroffen ist. Also in Amerika, innerhalb Amerikas gibt es natürlich Verkehr und für Amerika ist der internationale Verkehr jetzt in Relation weniger wichtig wie für uns. Also wenn man solche kleinen Differenzierungen sieht, dann muss man sagen, ist Europa sicher am heftigsten betroffen. Aber insgesamt leiden alle unter demselben Problem und es wird sich auch hinziehen, bis das wieder sich normalisiert. Es hat in Österreich die Diskussion rund um drei Fluglinien sozusagen diese Corona-Zeit jetzt begleitet. Das eine war einerseits einmal Laudamotion, das andere war die AUA und das dann sozusagen in Bezug auf die Lufthansa. Kannst du uns da mal kurz zusammenfassen aus deiner Sicht, wie was gekommen ist und wie das sozusagen jetzt gelöst ist oder nicht gelöst ist? Naja, es ist auch ein globales Phänomen, dass natürlich ohne Umsatz auch die Fluglinien in Schwierigkeiten kommen. Die USA haben 25 Milliarden zur Verfügung gestellt, Frankreich 16 Milliarden, Deutschland 9 Milliarden, die skandinavischen Länder 2 Milliarden, Italien 3 Milliarden. Also schon daran sieht man die Schweiz 2 oder 1,6 Milliarden, dass alle Länder vor derselben Herausforderung gestanden sind, nämlich ihren Fluglinien unter die Arme zu greifen. Denn es war ja nicht ein Schaden, der aus Fehlern des Geschäftsmodells entstanden ist, sondern eben durch den Lockdown. Und das trifft natürlich auch die Austrian hier. Und es ist Gott sei Dank gelungen, jetzt ein Hilfspaket zu schnüren. Wobei man sagen muss, es ist wesentlich weniger Geld jetzt, das in die Hand genommen wird, als es ursprünglich diskutiert wurde. Und
Es ist in den Verhandlungen etwas gelungen, was ich selber für nicht möglich gehalten hätte, nämlich dass auch die Lufthansa 150 Millionen Kapitalhilfe mit in die Hand nimmt. Und darüber hinaus sich Österreich wesentliche Mitspracherechte und auch Garantien verhandelt hat, was sicher für die Zukunft der Austrian sehr wichtig ist. Bei Lauda war der Fall etwas anders. Da ging es darum, dass die Mitarbeiter selbst bereit waren, einer Veränderung des Kollektivvertrags zuzustimmen. Die Gewerkschaft wieder das nicht wollte. Und es ist erst wirklich in allerletzter Sekunde dann gelungen, hier einen Kompromiss zu schließen, sodass Lauda jetzt zumindest einen Teil seines bisherigen Betriebs hier in Wien fortsetzen kann. Allerdings wird die Zahl der Flugzeuge auch reduziert. Die Frage, die man als Laie in dem Zusammenhang hat, ist, würde nicht andere Fluglinien, wenn jetzt Laudamotion, Aua in Wien sozusagen so nicht mehr existent wären, würden nicht andere Fluglinien einfach in kürzester Zeit einen so attraktiven Standort wie Wien besetzen mit ihren Flugzeugen und mit den Angeboten? Die Antwort ist klar, was die Aua betrifft, nein, weil die Aua ein Hub-Carrier ist, also hier einen Hub betreibt. Was meint man damit? Ein Drehkreuz. Die Aua bringt Passagiere über ihre Kurzstreckenflüge nach Wien und füllt damit die Langstreckenflugzeuge, die von Wien in die anderen Kontinente hinausgehen. Und 55% der Langstreckenpassagiere in Wien sind solche, die Umsteiger sind. Also es könnte kein Langstreckenflugzeug aus Wien mit Passagieren allein fliegen und auskommen, die von Wien aus einsteigen. Und diese Kombination Kurzstrecke, Langstrecke und das Betreiben des Drehkreuzes, da gibt es kaum jemand. Denn die Low-Cost-Carrier sind ausschließlich innereuropäische Punkt-zu-Punkt-Flieger. Das heißt, die fliegen von hier nach Paris oder zurück oder nach Rom, aber die haben keine Langstreckenanbindung. Und deshalb ist das eine mit dem anderen nicht zu vergleichen. Also Lauda, ja, wäre wahrscheinlich ersetzt worden, möglicherweise von Ryanair selbst, von der Muttergesellschaft. Aua kann nicht unmittelbar ersetzt werden, denn die einzigen, die dafür vielleicht in Frage kämen, das könnten sein Air France, KLM oder British Airways, sind selber so in Schwierigkeiten, dass die im Moment gar nichts tun würden. Also die können nicht jetzt, wo sie selber Hilfe brauchen, in Auslandsbeteiligungen investieren. Aber selbst wenn es gelingen würde, jemand anderen zu finden, dann würde der mit Sicherheit eine höhere Anschubfinanzierung verlangen, als das ganze Aua-Rettungspaket wäre, um zu kommen und hier überhaupt dieses Abenteuer zu beginnen. Dieses Aua-Rettungspaket hat zwei Facetten, die ich gerne ein bisschen beleuchten würde. Das eine ist, der österreichische Staat hat sich ja nicht beteiligt, er wird ja nicht zum Unternehmer, er hat ja sozusagen das Geld zur Verfügung gestellt, unter Anführungszeichen, mit bestimmten Auflagen. Und eine Auflage dabei war ja die, oder eine Idee, sage ich jetzt einmal, ich glaube Auflage nicht, du musst es dann sozusagen aufdröseln, dass man sagt, naja, aber diese Kurzstreckendistanzen sollen auf die Bahn übergehen und sollen eben nicht mehr mit dem Flugzeug zum Beispiel innerhalb von Österreich passieren. Wie passt das jetzt zu der Geschichte, die du gerade erzählt hast? Ja, also man muss einmal auseinanderhalten, das eine ist ein Kapitalzuschuss von 150 Millionen. 90 Millionen wären ja der Aua aufgrund des Notfallfonds sowieso zugestanden. Also das ist ein bisschen mehr, als aus dem Notfallfonds üblicherweise ausgezahlt wird. Und 300 Millionen sind zu 90% vom Staat garantierte Kredite, die aber von den Banken kommen, nicht vom Staat. Das ist einmal das Paket. Und 150 Millionen kommen von der Lufthansa. Zu den Auflagen, die jetzt Österreich verhandelt hat, gehört, dass man verlangt von der Aua, dass sie Strecken, die mit der Bahn mit weniger als 3 Stunden erreichbar sind,
nicht mehr fliegt. Das ist jetzt einmal für Salzburg der Fall. Und es ist richtig, das passt eigentlich nicht ganz zusammen mit der Strategie der Auer. Denn was wird passieren? Die Passagiere aus Salzburg werden nicht in den Zug steigen und 3 Stunden nach Wien fahren, um hier wegzufliegen, sondern die setzen sich ins Auto und fahren nach München, weil das einfach schneller geht und näher ist zum Flughafen. Oder sie fliegen dann von Salzburg nach Frankfurt und von Frankfurt in die Welt hinaus. Der Effekt ist, hier sind 150 Arbeitsplätze weg, circa eine Wertschätzung von 36 Millionen, weil es waren 92.000 Passagiere, die von Salzburg zum Flughafen Wien-Schwechat geflogen sind. Aber nicht, weil sie nach Wien wollten, sondern weil sie von hier zu anderen europäischen oder außereuropäischen Zielen geflogen sind. 90% dieser sogenannten Kurzstreckenpassagiere fliegen weiter. Und das ist sozusagen die Kehrseite der Medaille, dass es eben nicht darum geht, Menschen, die aus Klagenfurt nach Wien fliegen, auf den Zug zu bringen, weil die, die nach Wien wollen, die fliegen eh nicht, sondern die, die von Klagenfurt oder von Salzburg oder von Graz nach Wien fliegen, fliegen hierher, um dann mit dem Flugzeug weitere europäische Ziele anzustreben oder auch eben mit der Langstrecke nach Asien oder Amerika zu fliegen. Und insofern, glaube ich, war es eine Maßnahme, die eben für die Grünen essentiell war, um sozusagen nach außen etwas darstellen zu können, die aber tatsächlich wenig bewirkt. Denn was ist der Schlüssel? Der Schlüssel ist das Angebot der Bahn. Linz, Wien funktioniert, weil das ist 1,5 Stunden. Das kann ich mit dem Auto gar nicht schaffen. Und insofern ist die Bahn hier wirklich wettbewerbsfähig und liefert ein Produkt, das die Menschen annehmen. Mit Zwangsmaßnahmen werde ich niemand auf die Bahn bekommen, sondern die Menschen werden ausweichen und werden andere Verkehrsmittel nutzen. Und insofern, glaube ich, ist das ein bisschen eine plakative Aktion, die aber leider wenig ökologischen Effekt hat. Als einer sozusagen der führenden Manager des Landes, ganz allgemein, Günther, wie siehst du die Maßnahmen jetzt aus der Perspektive der Wirtschaft, sowohl den Lockdown als auch das Wiederhochfahren, das wirtschaftliche Wiederhochfahren des Landes? Hat die Politik das gut gemacht? Hätte es da Dinge gegeben, die man hätte besser machen können? Also ich glaube, und das wird uns ja auch international bestätigt, dass insgesamt gesehen Österreich das hervorragend bewältigt hat. Also nicht nur sehr gut, sondern hervorragend. Die OECD hat ja so ein Ranking veröffentlicht, da ist nur Neuseeland vor uns. Und natürlich kann man im Einzelnen, im Nachhinein immer klüger sein. Und es wäre ja völlig dumm, es nicht zu werden, also nicht zu lernen aus dem, was man getan hat. Aber ich muss ehrlich sagen, ich kann mir auch nicht sehr viele Dinge vorstellen, die man gänzlich anders hätte machen können. Also der schwedische Weg wäre mit Sicherheit kein für Österreich vernünftiger und vorteilhafter gewesen. Denn wie man sieht, haben die über 5.000 Tote in der Zwischenzeit und haben dieselben wirtschaftlichen Probleme wie wir. Also ich sehe nicht, was sie gewonnen haben. Ganz im Gegenteil. Und gibt es auch eine sehr kritische Diskussion dort. Und was das Wiederanfahren der Wirtschaft anbelangt, so muss man dabei lernen. Ja, niemand hat ein Rezept für eine Krise dieses Ausmaßes. Und es gibt natürlich viele Probleme dabei, das ist ohne Frage der Fall. Aber ich glaube, auch hier bedarf es schon einer gewissen realistischen Einschätzung. Unternehmen, denen es schon vorher sehr schlecht gegangen ist, ja, die werden auch nicht gesünder durch die Krise kommen. Und Unternehmen, die eine gute Eigenkapitalbasis haben, die gut gewirtschaftet haben, für die, glaube ich, gibt es ausreichende Hilfsmaßnahmen, zum Beispiel insbesondere die Kurzarbeit, die
eigentlich ein ganz zentrales Instrument ist, um die Beschäftigung aufrechtzuerhalten und um über diese Krise drüber zu kommen. Was natürlich viele beklagen, die Bürokratie ist halt die Kehrseite einer Kontrollwut, die wir alle leider leben müssen, weil wenn der kleinste Fehler irgendwo passiert, gibt es einen Riesenaufschrei, der Rechnungshof kommt, 1000 Institutionen kommen bis zum Strafrecht. Also man muss auch die Leute auf der anderen Seite verstehen. Und ich bin selber ja auch Aufsichtsratsvorsitzender einer großen österreichischen Bank und unsere Mitarbeiter wurden jetzt jahrelang drangsaliert bis zum Äußersten, dass bei einem Kreditantrag jeder Punkt und Beistrich genau sein muss. Und wenn im wirtschaftlichen Eigentümerregister ein Name falsch geschrieben ist, ein Tippfehler, gibt es 5.000 Euro Strafe von der FMA. Und von denselben Leuten jetzt über Nacht zu verlangen, dass sie alle Kreditanträge durchwinken, ist einfach undenkbar, ist völlig unrealistisch. Und insofern haben wir Systeme auf der einen Seite, die immer auf totale Perfektion ausgerichtet sind, die uns natürlich behindern, wenn etwas ganz schnell und ganz informell gehen soll. Und ich glaube, in diesem Dilemma sind viele gestrauchelt und kommen nicht wirklich weiter, weil eben die Anforderung ist, das möglichst perfekt und gesetzeskonform zu machen, aber Krisen wie die jetzige vielleicht auch verlangen, dass man Dinge uninformell und schnell macht.